Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie zum 14. virtuellen STK-Anlegerforum mit der Heidelberg Zement AG begrüßen. Ich freue mich, dass Sie trotz des schönen Wetters bei uns sind und, naja, was kann man sich eigentlich Schöneres vorstellen, auf der Terrasse sitzen mit einem kühlen Getränk und dann übers iPad oder vielleicht über einen Laptop hier eine spannende Präsentation mit zu verfolgen. Ich möchte Sie gleich viele, die schon öfters mit dabei waren, kennen das. Das ist so ein bisschen unser täglich grüßtes Murmeltier. Ich möchte Sie gerne kurz nochmal auf den Ablauf hinweisen, der folgendermaßen startet gleich. So haben wir ihn schon, genau. Wir werden jetzt erstmal in einer ersten Vorstellungsrunde mal starten mit dem Thema Moderatoren. Ich hoffe, der Herr Bäumelburg ist gleich bei uns. Dann geht es darum, was macht die STK? Was können wir tun für Sie als Privatanleger? Dann unsere Medienpartner. Und nach dieser Vorstellungsrunde haben wir aber dann schon die Möglichkeit, hier reinzugehen in das Thema. So, jetzt muss ich Sie bloß schon, hier gibt es ein kleines Technikproblem. So, jetzt haben wir es. Dann gehen wir schon in das Thema Vortrag vom Herrn Bäumelburg. Und der Herr Bäumelburg wird dann entsprechend so gut 20 Minuten seinen Vortrag halten. Wir werden dann im Nachgang noch natürlich Ihre Fragen beantworten. Und Sie kennen das Prozedere, die meisten von Ihnen. Ich bitte Sie, die Fragen einfach kurz und prägnant in den Chat zu schreiben. Wir bitten um keine Schachtelfragen, also das heißt eine Überfrage, die dann 10 Unterfragen hat, sondern ich bitte Sie da einfach im Sinne von, weil der Herr Carlet und ich dann die Fragen vortragen werden, dass wir das ganz sauber und prägnant hinkriegen. Wir gehen da. Ich begrüße auch gleich den Herrn Bäumelburg, der bei uns ist. Hallo Herr Bäumelburg, grüß Sie. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind und gleich Ihren Vortrag halten. Wir gehen rein nochmal in die Moderatorenvorstellung. An meiner Seite ist der Tobias Carlet, Vorstandsvorsitzender des Börsenteams der TU Darmstadt. Und jetzt verschwindet die Präsentation immer mal wieder. Vielleicht kann der Herr Eckmüller mal schauen, dass hier niemand sonst weiters rumklickt in der Präsentation. Und wie gesagt, nochmal hier den Herrn Bäumelburg. Er ist verantwortlich für das Thema Investor Leitung Unternehmenskommunikation und verantwortlich für den Bereich Investor Relations bei der Heidelberg Zement AG. Gut. Dann folgendes. Was tut die STK noch? Die STK ist für das Thema Stimmrechtsvertretung zuständig. Wir übernehmen gange ihre Stimmrechte an der Hauptversammlung, um im besten Interesse privaten Anleger hier Entscheidungen mitzusteuern und mitzubeeinflussen auf den Hauptversammlungen. Wir sind über das Anlegermagazin Anleger Plus für Sie einfach da, damit Sie aktuelle Informationen kriegen, damit Sie auch entsprechend gut informiert sind, egal rund um attraktive Anlagemöglichkeiten und was es da sonst noch alles so im Kapitalmarkt zu bestaunen gibt. Wir sind auch und vor allem für unsere Mitglieder rechtlicher Beistand, wenn es darum geht, Anlegerrechte durchzusetzen gegenüber Kapitalgesellschaften, stehen wir da an ihrer Seite und betreiben Lobbyarbeit in der Politik. Ich möchte mich nochmal ganz kurz bei unseren Medienpartnern bedanken. Das ist einmal die Anleger Plus, unser Anlegermagazin, den Aktienfinder, die Finanzgeschichten.com. Und das Börsenteam der TU Darmstadt, wo, wie gesagt, der Herr Carlet als Vertreter mit dabei ist. Und zuallererst natürlich die Heidelberg Zement, die heute bei uns ist. Und da würde ich gleich mal auf die Präsentation schalten. Herr Bäumelburg, herzlich willkommen bei uns. Und ich muss diesen Running Gag fast jedes Mal loswerden bei unseren Veranstaltungen. Die meisten Unternehmen, die bisher hier waren, mit denen hätten wir richtig gut verdienen können, hätte man sich vor 12 Monaten entschlossen, da einzusteigen. Ich habe mir mal Ihren Aktienkurs angeguckt. Der war vor 12 Monaten bei knapp 49, aktuell stehen wir um die 74, 62,5% Wertentwicklung. Da gibt es auch noch eine Dividende obendrauf von 2,20 €. Hat alles gut funktioniert. Was kann man zu Heidelberg Zement sagen? DAX-Wert, Sie sind die Nummer 2 im Bereich Zement hinter Lafarge-Holcim. Sie sind 1873 gegründet worden und aktuell mit 53.000 Mitarbeitern und 3.100 Standorten in 60 Ländern. Ja, wirklich
weltweit präsent. Weltweite Präsenz ist ein spannendes Thema. Man konnte der Presse in der Vergangenheit entnehmen, dass sie sich von einigen Geschäftsarchitekten getrennt haben. Zum Beispiel die letzte wurde jetzt erst im Mai angekündigt, ihre Beteiligung in den USA. Da hat es 2,3 Milliarden US-Dollar, wenn das alles so funktioniert, wird da ein Geldsegen auf sie zukommen. Wir sind gespannt, was sie mit dem Geld machen, was es sonst noch für spannende Perspektiven gibt. Und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag, Herr Beumelburg. Bühne frei für Sie. Ja, vielen Dank, Herr Wenzelburger. Wir sehen, auch 15 Monaten nach Beginn der Pandemie gibt es immer noch technische Probleme. Aber ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat. Ich freue mich auch, dass Sie alle da sind bei knapp 33 Grad im Schatten. Wenn ich hier rausschaue in Heidelberg, ist es eher Biergartenwetter. Also insofern vielen Dank, dass Sie da sind und sich für Heidelberg Zement interessieren. Sie haben es gesagt, Heidelberg Zement ist ein DAX-Wert, ein kleiner DAX-Wert, aber ein sehr spannender DAX-Wert, der vielleicht immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Das wollen wir ändern. Wir haben seit gut anderthalb Jahren auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der durchaus umtriebig ist, mit einer neuen Strategie unterwegs ist. Und ich möchte Ihnen in den nächsten 20 Minuten das Unternehmen vorstellen. Wir sind sehr gut durch die Pandemie durchgekommen, möchte Ihnen aber gar nicht so viel Zahlen darlegen, sondern in erster Linie so ein bisschen Geschichten rund um Heidelberg Zement erzählen. Ich glaube, dann kann man auch besser mit dem Wert umgehen. Natürlich, Sie haben es erwähnt, Aktienkurs spielt für Aktionäre immer eine große Rolle, Dividende auch. Da können wir später dann auch im Q&A noch drauf eingehen. Wenn Sie auf der ersten Folie, wenn ich da gleich einsteigen darf, mit unserem Endprodukt Beton. Für die, die es nicht wissen, ist gleich noch Wasser das am meisten genutzte Material der Welt. Mehr als 20 Milliarden Tonnen weltweit produziert. Wir haben davon ungefähr 120 Millionen Tonnen. Und Zement, auch wenn unser Name Heidelberg Zement eigentlich nahelegt, dass wir in der Hauptsache Zementhersteller sind, ist letztendlich der wichtigste Bestandteil im Beton. Beton, wenn Sie wollen, ist ein künstlicher Stein, der aus drei Hauptkomponenten besteht: kleinen Sand- oder Gesteinskörnchen, Wasser und Zement. Und Zement ist eben das Bindemittel, das dem Beton die hohe Festigkeit verleiht. Und das wichtigste Rohmaterial für den Zement in der Zementherstellung ist der Kalkstein, der eben in Reinform oder auch als Bestandteil von Gestein an vielen Orten der Welt abgebaut werden kann. Und das ist auch der Grund, warum Beton ein so vielfältiger und erfolgreicher Baustoff am Ende ist, weil er eben überall vorkommt und überall relativ leicht abgebaut werden kann. Sie sehen hier in der Darstellung einige Schritte in der Herstellung. Im Zementwerk wird der Rohstoff Kalkstein eben zunächst zu Klinker gebrannt, wird dann über verschiedene Produktionsschritte zum Zement gemahlen und dann eben mit den Zuschlagstoffen und mit Wasser zusammen in den Beton überführt. Wenn wir einsteigen, machen wir das mehr oder weniger mit derselben Folie, die Sie schon vorgestellt haben, Herr Wenzelburger. Nummer zwei bei Zement weltweit, eins Zuschlagstoffe, Transportbeton. Wir sind weltweit präsent. Wir wollen diese Präsenz auch durchaus behalten. Das heißt, unser Portfolio, auch wenn wir es anpassen, da komme ich gleich noch drauf, aktuell wird sich nicht dahingehend ändern, dass wir uns sukzessive aus Regionen verabschieden, sondern das wird eher eine sukzessive Anpassung von einzelnen Standorten werden. Wir haben aktuell 53.000 Mitarbeiter weltweit. Für diejenigen, die uns nicht so sehr verfolgen, wir sind knapp 4.000 Mitarbeiter in Deutschland. Insofern haben wir zwar die Konzernzentrale in Deutschland, wir sind ein urdeutsches Unternehmen, seit gut 150 Jahren am Markt präsent, Herr Wenzelburger hat es erwähnt. Aber wir sind eben in erster Linie auch ein Unternehmen, was über die Aktivitäten in den Ländern arbeitet. Wir haben hier in Heidelberg am Stammsitz gut 1.000 Mitarbeiter. Insofern, wie gesagt, eher ein kleiner Wert. So, mein Team aufschalten, parallel. Wir haben eine Zementkapazität von 200.000 Tonnen.
Bevor wir einsteigen, möchte ich Ihnen gerne nahelegen, was wir alles so treiben. Wir bringen Menschen zusammen, zum Beispiel auf der größten Baustelle Europas oder Deutschlands. In dem Fall ist das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt. Da werden allein für das Terminal Hauptgebäude gut 250.000 Kubikmeter Beton benötigt. Und wir liefern hier Zemente aus den Werken Mainz und Lengfurt nahe bei Frankfurt und sind hier der Hauptzementlieferant. Wir sind ebenfalls aktiv im Brenner Basistunnel in Österreich und Italien. Brenner Basistunnel ist bekannt, wird bei der Fertigstellung der längste unterirdische Eisenbahntunnel der Welt sein, 64 Kilometer lang. Da ist die Hauptröhre im Bau seit 2015 und soll 2028 fertiggestellt werden. Das ist nicht ganz trivial, weil wenn Sie in diesen Tunnel eben Beton verspritzen, dann muss das entsprechend schnell aushärten. Je nachdem, wie lange Sie da in den Tunnel reinfahren, gibt es bestimmte Anforderungen dann an die Aushärtungsgeschwindigkeiten und so weiter. Also insofern, da sind wir auch ganz stolz, dass wir da mithelfen, diesen Tunnel zu bauen. Wir sind in Darmstadt unterwegs beim Fährteilchenbeschleuniger und ermöglichen damit Zukunft. Der Fährteilchenbeschleuniger, für diejenigen, die es nicht wissen, ist 1,1 Kilometer lang, ist eine Röhre, über die letztendlich dann die Teilchen eine Lichtgeschwindigkeit erreichen sollen. Da werden 20 neue Gebäude errichtet, Grundlagenforschung mit über 3000 Wissenschaftlern entsteht dort und hier sind wir auch der Hauptlieferant. Vielleicht noch eine andere Anwendung. Wir sind natürlich auch in einzelnen Bauwerken, wie zum Beispiel im Kunstmuseum Bourse de Commerce in Frankreich aktiv. Da bauen wir, haben wir die Innenwände und teilweise die Modernisierung mitgebaut mit unseren Baustoffen. Und die Innenwände, die Sie hier links sehen, werden dann für die Aufhängung der Kunstwerke verwendet. Und als letztes Beispiel darf ich Ihnen zeigen die neueste Innovation im Bereich Bau. Das ist der 3D-Druck. Für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, normalerweise wird ein Haus gebaut, in dem der Beton in Schalen eingespritzt wird für die Wände. Hier entsteht der Beton aus dem 3D-Druck. Wir liefern den Mörtel sozusagen, den Beton für die 3D-Druckanlagen. Und haben dort über die Genehmigungsverfahren bis über die Herstellung zum Beton einen entscheidenden Anteil an diesem ersten 3D-Druckhaus in Deutschland gehabt. Das wurde jetzt gerade fertiggestellt in Beckum in Nordrhein-Westfalen. Es gibt auch noch ein zweites Haus, Dreifamilienhaus in Schwaben in der Nähe bei Augsburg. Und das hat durchaus weltweit Interesse hervorgerufen und da sind wir relativ sicher, dass sich diese Technologie jetzt vielleicht nicht flächendeckend, aber zumindest in Einzelanwendungen auch weiter durchsetzen wird. So, ganz kurz zum abgelaufenen Jahr. Wir haben 2020 trotz der Covid-19-Pandemie ein Rekordergebnis erzielt. Komme ich gleich nochmal drauf. Wir sind zur Dividende zurückgekehrt, die wir uns vorgenommen haben, nämlich eine steigende Dividende versus 2019. Wir haben es geschafft, durch gutes Cash-Management die Nettofinanzschulden signifikant abzubauen, die nach der letzten großen Übernahme 2015-16 Italcementi, das war eine weltweite Übernahme von mehreren Milliarden, da sind die Finanzschulden danach relativ stark angestiegen. Die haben wir mittlerweile auf ein sehr gutes Niveau zurückführen können. Wir haben als ganz, ganz wesentlichen Punkt der Agenda, da komme ich in mehreren Punkten noch drauf, gute Fortschritte gemacht bei der Umsetzung unserer CO2-Roadmap, wie wir es nennen. Also das Thema Nachhaltigkeit spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle für Heidelberg Zement. Und wir sind sehr gut ins Jahr gestartet, sehr gutes erstes Quartal mit Steigerungsraten über 100% beim Ergebnis. Und wir sehen auch jetzt im April und im Mai eine Entwicklung, die durchaus erfreulich ist. Und das geht auch im Juni so weiter. Also insofern erwarten wir ein sehr gutes erstes Halbjahr und
wenn man sich so umschaut auf der Welt, was an Infrastrukturprogrammen geplant ist und an Bautätigkeit noch zu erwarten ist, dann sind wir durchaus für das Gesamtjahr sehr optimistisch. Ein paar Zahlen kann ich Ihnen nicht ersparen. 2020, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wir haben einen Umsatz von knapp 18 Milliarden gemacht. Der ist zurückgegangen im Vergleich zu 2019, weil wir insbesondere in den Monaten April und Mai in ganz, ganz vielen Ländern überhaupt keine Bautätigkeit hatten. Da gab es Lockdowns. Das war nicht der Fall in Deutschland. Deutschland hat durchproduziert, aber Länder wie Italien, Frankreich, Spanien, Indien, Teile der USA, da ist die Bautätigkeit im zweiten Quartal komplett zum Erliegen gekommen. Und das konnte auch das dritte und das vierte Quartal, was durchaus gut gelaufen ist, nicht aufholen. Beim Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibung, wie wir das nennen, also vielleicht besser ausgedrückt EBITDA, haben wir ein 4%iges Wachstum hingelegt beim EBIT, also beim Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes, über 8% auf 2,4 Milliarden gewachsen. Warum haben wir das geschafft? Weil wir ganz frühzeitig schon im Februar, März letzten Jahres ein Maßnahmenprogramm aufgelegt haben, wo wir uns um die Kosten gekümmert haben, wo wir die Ausgaben reduziert haben und wo wir auch auf der Umlaufkapitalseite gute Fortschritte erzielt haben. Das heißt, Vorräte zurückgefahren bei den Forderungen den Kunden gegenüber haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Also insofern gute Basisarbeit gelegt, dass wir trotz des zurückgehenden Umsatzes unser Ergebnis steigern konnten. Und wenn man sich so umgeschaut hat, bei den tradierten Unternehmen zumindest, die jetzt nicht unbedingt als Corona-Gewinner verdächtig waren, ist das, glaube ich, ein Ergebnis, was sich sehr, sehr hat sehen lassen. Das Ergebnis pro Aktie ist dementsprechend gestiegen um 8%. Angepasste Ergebnis, muss ich sagen, wir hatten zwischendurch eine Sonderabschreibung vorgenommen. Und die Rendite auf das eingesetzte Kapital, neudeutsch ROIC, ist um 1,4 Prozentpunkte gestiegen. Das zeigt also die Kapitaleffizienz und ist für uns auch ein wichtiger Kennwert. Wir haben beim Cashflow Rekordergebnisse erzielt, 2,2 Milliarden Free Cashflow, 28% gesteigert im Vergleich zu letztem Jahr. Das ist letztendlich Teil der Maßnahmen, die ich Ihnen geschildert habe. Ausgabenkürzung, Kosteneinsparung, haben dann entsprechend mit dem freien Cashflow unsere Finanzschulden deutlich abbauen können, liegen da jetzt bei 6,9 Milliarden Euro. Wenn Sie das aufs EBITDA umrechnen, haben Sie einen sogenannten Verschuldungsgrad, dynamischer Verschuldungsgrad, der immer so ein bisschen die Kennziffer ist, wenn Sie eine Verschuldung oder Finanzschulden bewerten, wie verhalten sich die Finanzschulden im Vergleich zum Ergebnis, in dem Falle EBITDA, dann liegt der Kennwert jetzt bei 1,86. Unser Korridor ist 1,5 bis 2. Unter 1,5 halten wir eine Verschuldung für nicht kapitaleffizient. Insofern bewegen wir uns genau in dem Korridor, den wir uns vorgenommen haben und haben das über ein Jahr früher als ursprünglich geplant erreicht. Und die beiden Ratingagenturen S&P und auch Moody's haben das entsprechend gewürdigt. Wir sind jetzt ganz sicher im sogenannten BBB-Flat-Bereich, also haben Rating-Upgrades bekommen. Das heißt also auch die Finanzrating-Agenturen haben diese Anstrengung entsprechend gewürdigt. Das soll es fast gewesen sein an Zahlen. Die Dividende gebe ich Ihnen natürlich gerne mit. Hier sind wir wieder zurückgegangen auf eine Dividende von 2,20 Euro pro Aktie. Sie sehen die Dividendenentwicklung über die letzten 10 Jahre. Mit einer Steigerungsrate über die 10 Jahre von 30%. Wir hatten beschlossen in 2020, als wir für die Dividende 2019 diskutiert haben, diese nicht ganz auszusetzen, aber durchaus runterzunehmen. Aufgrund der damals komplett unsicheren Lage, als wir die Hauptversammlung hatten, waren wir gerade unter dem Eindruck der Lockdowns in den einzelnen Ländern gestanden. Wir hatten ein absolut grausames zweites Quartal letztes Jahr mit Einbrüchen von über 25%.
Und insofern war das, glaube ich, auch im Rückblick die richtige Entscheidung. Wir haben auch im Bereich Management, im Bereich Vorstand, im Bereich Aufsichtsrat im kompletten Quartal 2 auf 20% unserer Gehälter verzichtet. Es gab Kurzarbeit. Insofern war das rückblickend gesehen die richtige Entscheidung, auch wenn natürlich das Ergebnis dann deutlich besser ausgefallen ist als ursprünglich erwartet. Und wir wollen auch zu unserer progressiven Dividendenpolitik stehen. Was heißt das? Wir wollen also auch in Zukunft die Dividende steigern. Und sofern es keinen Einbruch gibt, und danach sieht es dieses Jahr nicht aus, können Sie also nächstes Jahr mit einer Dividende oberhalb von 2,20 rechnen. Ja, die Baustoffindustrie, ich habe es vorhin erwähnt, es wird weiter wachsen. Wir haben, als auch gesagt, den neuen Vorstandsvorsitzenden seit Anfang letzten Jahres. Wir haben uns eine neue Strategie gegeben mit dem schönen Namen Beyond 2020. Will heißen, wir schauen von heute in die Zukunft, die nächsten 5 Jahre, aber auch darüber hinaus. Und wenn Sie sich mal auf dieser Folie anschauen, gibt es 3 globale Megatrends, die die Bauindustrie, die Baustoffbranche über die nächsten Jahre prägen werden. Einmal die Marktdynamik, dann gesellschaftliche Aspekte und auch technologische Aspekte. Wenn wir bei der Marktdynamik bleiben, dann kann man sagen, das wollen wir nicht weit gehen. Also in Deutschland fehlen selbst in vielen Städten Schulen, Wohnungen. Der Aufbau von einer Energieinfrastruktur braucht Bautätigkeit. Jede Windkraftanlage benötigt ein Fundament und so weiter und so fort. Also wenn man dann über Deutschland hinausgeht, dann kann man erst recht intensive Bautätigkeit erwarten, wenn man die globale Entwicklung betrachtet. Wir haben Reports von den Vereinten Nationen gesehen, wonach der Anteil der in den Städten lebenden Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 deutlich steigen wird, von heute 55 auf dann 68%. Das heißt, bis zur Mitte des Jahrhunderts werden 2,4 Milliarden Menschen mehr in Städten leben, die alle Wohnraum brauchen, die alle Infrastruktur brauchen, die alle Straßen brauchen, die Brücken brauchen, die U-Bahn brauchen und, und. Also die Infrastruktur wird auf jeden Fall weiter ausgebaut werden. Und das sehen Sie jetzt auch an den sozusagen Corona-Maßnahmen, die jetzt die einzelnen Regierungen aufgelegt haben. USA an vorderster Front, aber auch andere Länder in Europa, Italien, auch Deutschland zum Teil, die tatsächlich in den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur deutlich investieren. Gesellschaftliche Lösungen, das ist natürlich auch ein Riesenthema, insbesondere das Thema nachhaltiges Bauen. Kommen wir gleich noch dazu zum Thema Nachhaltigkeit. Da ist Beton absolut prädestiniert dafür. Es hat super Eigenschaften zum Bauen. Wir haben hier in Leimen neben unserem neuen Hauptquartier hier in Heidelberg unser sogenanntes Technologiecenter. Und das kommt komplett ohne Heizung aus. Das heißt, im Sommer wird die Klimatisierung gefördert durch den Beton und im Winter wird die Wärme gespeichert. Und insofern hat es extrem gute Wärmeaufnahmekapazität als Baustoff und kann durchaus dann auch dazu beitragen, dass Heizen signifikant gesenkt werden können oder auch Energieverbrauch für die Klimatisierung gesenkt werden kann. Bauwerke aus Beton halten nicht ewig, aber ziemlich lange zumindest. Wir rechnen teilweise bis zu 100 Jahren an Bautätigkeit. Das heißt, wenn man das vergleicht dann auch mit anderen Baumaterialien, die auch immer in der Diskussion sind, wie zum Beispiel Holz, dann kann Holz natürlich eine sinnvolle Ergänzung darstellen, wird aber niemals Beton ersetzen. Der Infrastrukturmaß für Infrastrukturprojekte sowieso nicht, aber auch für Häuser bestimmt nur zu einem Teil. Und der letzte Aspekt, Technologie, ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch Einfluss auf unsere Strategie hat, das Thema Automatisierung und Digitalisierung und die Technologien zur CO2-Reduktion werden in den nächsten Jahren massiv steigen. Die Investitionen in diese Technologien werden steigen, aber auch die Technologien an sich werden weiter vorangetrieben werden, sodass das eben die 3 Megatrends sind, die uns als Baustoffindustrie und uns als Heidelberg Zement über die nächsten Jahre
begleiten werden. Und deshalb haben wir uns unsere Strategie gegeben, dass die Strategie hat ganz vereinfacht gesagt drei Elemente. Das eine ist vereinfachen und verbessern. Wir wollen an unserer Marge arbeiten. Das steht unter dem Stichwort unternehmerische Exzellenz. Wir wollen an unserem Portfolio arbeiten. Das hatten Sie erwähnt, Herr Wenzelburger, dass wir letzt einen signifikanten Anteil unseres West-Geschäftes in den USA verkauft haben. Komme ich gleich drauf. Wir investieren natürlich in unsere Mitarbeiter, in die Organisation. Das heißt, wir wollen die Geschäftsprozesse vereinfachen. Das alles steht unter dem Oberbegriff Simplify, also vereinfachen, verbessern. Dann haben wir den Oberbegriff Innovate, also auf Innovation setzen. Da steht in erster Linie das Thema Nachhaltigkeit, was uns jeden Tag, jede Minute umtreibt. Und dann das Thema digitale Transformation. Wir wollen bei beiden Themen Vorreiter sein in unserer Industrie, einmal auf dem Weg zur CO2-Neutralität und auch beim Thema Digitalisierung wollen wir den Technologiewandel zumindest in unserer Industrie entscheidend vorantreiben. Und das mündet dann in das Thema Kapitalallokation bzw. nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre schaffen. Und dafür sind die Ergebnisse, die wir jetzt in den ersten 3 Monaten erwirtschaftet haben, natürlich eine gute Grundlage. 2 Themen möchte ich gerne herausgreifen. Das eine ist das Thema Portfolio und das andere das Thema Nachhaltigkeit. Beim Portfolio-Management haben wir uns zum Ziel gesetzt, uns von Geschäften zu trennen, die vielleicht nicht ganz so profitabel sind wie der Durchschnitt unserer Geschäfte. Wir werden uns von Geschäften trennen, die, wo wir in der Marktposition vielleicht nicht die Nummer 1 oder die Nummer 2 sind in den Regionen und Ländern, in denen wir operieren. Und wir werden uns auch von Geschäften trennen, die beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht nicht an vorderster Front stehen und die hohe Investitionen erfordern, um dann eben die Anlagen entsprechend nachhaltig zu machen. Und wir haben 3 Geschäftsfelder, von denen wir uns im Laufe des Jahres bereits getrennt haben. Das eine ist das Geschäft in Kuwait. Da haben wir eine Mehrheitsbeteiligung in Kuwait veräußert. Dann haben wir uns von dem Zuschlagstoff- und Transportbetongeschäft in Griechenland verabschiedet und wie gesagt, das Geschäft an der Westküste in den USA. Das heißt, wir wollen unser Portfolio langfristig einfacher und profitabler machen, sind aber durchaus natürlich auch auf der Akquisitionsseite unterwegs und wollen dann entsprechend, das ist dann das Gegenstück, dazu kaufen, wo wir bereits stark sind, wo wir vielleicht noch ein Loch haben, aber prinzipiell als Region wir die Region als starke Region ausgemacht haben. Wir wollen da zukaufen, wo es strategisch auch in unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten passt, zum Beispiel beim Thema Recycling und dergleichen mehr. Stichwort Nachhaltigkeit. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir gegenüber 1990 unsere CO2-Emissionen um 30% senken werden bis zum Jahr 2025. Da sind wir auf einem extrem guten Wege. Wir haben jetzt, wenn Sie die spezifische Emissionen betrachten, pro Tonne Zement, CO2-Emissionen in Kilogramm pro Tonne Zement, kommen wir vom Wert 750 im Jahr 1990. Jetzt 2020 haben wir 576 Kilogramm CO2 erreicht und gehen weiter runter bis 525, also im Jahre 2025 auf 525 und wollen das weiter reduzieren um weitere 25 Kilogramm mindestens. Das heißt, wir haben damit eine Reduktion von über 33% erreicht in den 30 Jahren. Oder 40 Jahren sind es dann von 1990 bis 2030. Wir bauen da auf eine Roadmap auf. Das heißt, wir haben das nicht uns einfach nur so als Ziel gesetzt, sondern wir wissen genau, was wir an welcher Stellschraube drehen müssen, an welchem Werk, in welchem Land. Jeder Werksleiter, jeder Landesmanager hat seine spezifischen CO2-Ziele. Wir haben entsprechend auch die Vergütung geändert. Das heißt, die Bonuszahlungen an die
Manager, und zwar weltweit. Alle, die einen Bonus bekommen, haben mittlerweile ein CO2-Ziel, das sie erreichen müssen. Dann für die Gruppenmitarbeiter wie mich jetzt ist es natürlich ein Gruppenziel. Für die Landesmitarbeiter ist es dann jeweiliges Landesziel. Und das ist eine extrem starke Botschaft auch an die Mannschaft nach innen, dass wir das Thema extrem ernst nehmen. Ich kenne kein Unternehmen, das, also viele Unternehmen haben es letztendlich im Vorstand verankert mit Nachhaltigkeitszielen, aber ich kenne kein Unternehmen, das die CO2-Reduktionsziele so konsequent an jeden Mitarbeiter runtergebrochen hat. Und dann letztendlich wird es auch dann am Geldbeutel am Ende des Jahres dann sichtbar, wie erfolgreich wir waren bei der Reduzierung unserer CO2-Emissionen. Was tun wir über 2030 hinaus? Wir haben die Roadmap, ich habe es erwähnt, wo klar definiert ist, welche Schritte gemacht werden müssen, um eben diese 2030-Ziele zu erreichen. Aber natürlich wollen wir darüber hinausgehen. Wir wollen klimaneutral werden bis 2050. Und wir haben uns dazu zwei große Stoßrichtungen gesetzt. Das eine ist das Thema CCUS. Für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, das steht für Carbon Capture, Use and Storage oder auf Deutsch die Abscheidung, also Auffangung von CO2 aus dem Prozess, die Weiterverwertung bzw. die Speicherung von CO2, wenn das eben dann aufgefangen ist. Und leider ist es so in der Zementindustrie, muss ich ein bisschen ausholen, dass die CO2-Emissionen in erster Linie Prozessemissionen sind, die beim Aufheizen des Kalksteins erfolgen. Das heißt, 2/3 der CO2-Emissionen sind im Prinzip chemisch unvermeidbar und die können Sie letztendlich nur dann runterkriegen, indem Sie diese 2/3 im Prozess entstandenen CO2-Emissionen auffangen und eben weiterverwerten in anderen Prozessen oder eben speichern. Und wir haben ein Projekt in Norwegen, wo wir weltweit Vorreiter sind beim Thema CCS, also der Speicherung, wo wir zusammen mit norwegischen Ölunternehmen, Equinor, Shell und Total, unser CO2 auffangen, was hier in dem Zementwerk, das Sie hier sehen, entsteht. Wir fangen da die Hälfte des CO2s auf und verbringen es dann in ein Erdgasfeld unter der Nordsee. Das ist die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung sind U-Projekte, das heißt also da, wo Sie CO2 weiterverwerten können. Da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, an denen wir zusammen mit Partnern arbeiten, 2 oder 3 in Deutschland davon. Wir haben in Marokko ein Projekt, wir haben in USA Projekte, wo wir an synthetischen Kraftstoffen arbeiten, wo wir an Verwendung von CO2 für die Nahrungsindustrie arbeiten, wo wir für wir haben ein Projekt in Marokko, wo wir Algen produzieren für Fischfutter und. Also da gibt es eine ganze Reihe von kreativen Lösungen bei dem Thema CCUS. Das habe ich erwähnt vorhin, das Thema 3D-Betondrucktechnologie ist auch ein Potenzial zur Reduktion von CO2. Warum? Weil der Beton weniger CO2 hat, da ist der Zementanteil reduziert, also der Klinkeranteil im Zement mit CO2 reduziert. Aber die Wände sind auch dünner, das heißt, sie brauchen einfach weniger Material. Das heißt, um das Haus zu bauen, brauchen sie letztendlich einen geringeren CO2-Fußabdruck. Wird schneller hergestellt, sie haben wahnsinnige Freiheiten in der Formgebung, sie haben einen komplett anderen sozusagen Baustellen-Setup mit so hoch ausgebildeten Mitarbeitern, die diese Maschinen bedienen müssen. Fehler werden mehr oder weniger minimiert, weil sie letztendlich die Maschine, die arbeiten, erledigen lassen. Und entsprechend die Materialeinsparung habe ich erwähnt. Also eine sehr innovative Art zu bauen, die mit Sicherheit weitergetrieben wird in der Zukunft. Hier ist unsere Verpflichtung bis 2050 spätestens, ja, wir gehen davon aus, dass das früher der Fall sein wird, CO2-neutral zu sein. Und dem haben wir uns verpflichtet und werden das auch mit allem Nachdruck vorantreiben. Die Ziele in der Beyond 2020-Strategie haben wir uns klar gesetzt. Wir wollen bis 2025 unsere Marge um 3 Prozentpunkte verbessern.
300 Basispunkte sind hier bereits mehr als die Hälfte vorangekommen im Jahr 2020 mit über 200 Basispunkten. Wir wollen unsere Kapitaleffizienz verbessern, unseren ROIC, also Return on Capital im Invested. Auf 7,9% haben wir es bis jetzt gesteigert. Wir wollen aber deutlich über 8% gehen, werden das auch erreichen. Verschuldungsgrad habe ich erwähnt, den haben wir mehr oder weniger schon getroffen. Beim Thema Nachhaltigkeit haben wir die Ziele erörtert, das werden wir auch schaffen. Und das Thema digitale Transformation habe ich jetzt nicht weiter betrachtet, aber auch da werden wir deutlich vorankommen und relativ viele Prozesse digitalisieren. Damit darf ich schließen. Wir glauben, wir sind ein attraktives Investment. Sie haben es erwähnt, Herr Wenzelburger. Wenn Sie damals im Mai eingestiegen sind, Sie haben natürlich jetzt letztendlich die, ich weiß nicht, welchen Ausgangswert Sie genommen haben, aber wenn Sie im Mai eingestiegen wären, da war der Kurs irgendwo auf 29 abgerutscht. Wenn Sie den Zeitpunkt erwischt hätten zum Einstieg, hätten Sie sich jetzt mehr als verdoppelt. Wir sind jetzt, glaube ich, heute bei, keine Ahnung, habe nicht geguckt, für 74 Euro im Aktienkurs. Insofern sind wir da auf einem guten Wege, glauben aber immer noch, da ist deutlich Luft nach oben, deutliches Potenzial nach oben. Wir haben letzte Woche ein Upgrade gekriegt von der Deutschen Bank auf über 100 Euro Zielkurs. Wir haben JP Morgan Morgan Stanley hat Upgrade gegeben auf 93 Zielkurs. Also gibt eine ganze Reihe von Analysten, die uns da ein bisschen mehr zutrauen und das sehen wir naturgemäß auch so. Wir wollen unsere Margen weiter steigen. Ich habe es erwähnt, wir wollen unsere Portfolio weiter verbessern. Kapitaldisziplin werden wir einhalten. Wir haben eine klare Ausgabenbegrenzung auf 1,2 Milliarden an Investitionsausgaben. Werden auch größere M&A-Aktivitäten nicht machen, sondern nur selektiv zukaufen. Auch eine ganz wichtige Botschaft. Und entsprechend den Bereich CO2 und Digital als Vorreiter in der Baustoffindustrie prägen und am Ende, und das wollen wir wirklich vorantreiben, wollen wir attraktive Renditen für unsere Aktionäre bieten, progressive Dividenden, auch Aktienrückkäufe. Ich weiß, das ist in Deutschland immer ein bisschen ein kontroverses Thema, Angelsachsen sehen das ein bisschen anders, haben wir jetzt noch nicht auf der Agenda gehabt, aber könnte durchaus sein, dass das auch unter Umständen ein Thema wird. Und damit darf ich den kurzen Vortrag beenden. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen zum Thema Heidelberg Zement und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, Herr Bäumenburg, herzlichen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Ich bin immer ein Freund von Bildern, weil durch Bilder entstehen Emotionen, entsteht auch Spaß an dem Thema, was eigentlich erstmal ziemlich, ich sage jetzt mal, flapsig unsexy ist, aber wenn man so tolle Dinge damit gestalten kann, wow. Der Herr Karl und ich haben uns gerade nebenher abgestimmt und haben gesagt, wenn es gar keine Fragen im Chat drin stehen, dann können wir zwei uns mal austoben. Ne? Wir kommen sonst immer zu kurz und wir aber machen wir ja gang, wenn die Teilnehmer dann den lassen wir gang den Vortritt, aber in dem Fall nutzen wir das jetzt gang mal aus. Ich würde gang nur ein bisschen auf das, es hat ein Investmenthaus auch ganz klar gesagt, naja, sie würden das wirklich empfehlen, das Thema Aktienrückkauf. Können Sie uns da noch so ein bisschen nähere Idee geben oder vielleicht auch das Thema Akquisition noch mal ein bisschen präzisieren, was Sie da so, was so ein Wunsch wäre, muss ja kein Name sein, aber es kann ja vielleicht ein Unternehmensprofil sein, das da für Sie spannend wäre, Herr Bäumenburg. Ja. Na gut, wir haben klar eine klare Reihenfolge genannt, was wir mit dem Cashflow anfangen werden. Ich habe es ja vorhin erwähnt, wir haben 2,2 Milliarden an Cashflow letztes Jahr generiert, auch dieses Jahr ist der Cashflow wieder gut. Das heißt, die erste Priorisierung war immer die Reduzierung der Schulden. Da sind wir aber jetzt mittlerweile angekommen, wo wir auch hinwollen. Investitionen werden wir begrenzen. Das heißt, die 1,2 Milliarden an CapEx nicht überschreiten. Und insofern, die Dividende werden wir weiter erhöhen. Aber die haben wir dieses Jahr auch erhöht. Das können wir uns, glaube ich, leisten. Und insofern bleiben die zwei Themen M&A, also Akquisitionen in Wachstumsgebiete und dann eben eventuell auch Aktienrückkauf. Und das ist eine relativ einfache Rechnung. Wir werden natürlich immer Akquisitionen bevorzugen, wenn sie denn bezahlbar sind. Ja, also das ist die unternehmerische Verantwortung, das Geld auch so zu investieren, dass wir als Unternehmen auch wachsen, aber eben nur dann, wenn wir profitabel wachsen. Und
Das ist nicht ganz so einfach. Im Moment ist es eher ein Verkäufermarkt. Also wenn Sie es schaffen, Ihr Geschäft zu veräußern, und da einen guten Preis dafür zu erzielen, dann ist das, glaube ich, die präferierte Lösung im Moment. Aber das bringt uns ja nicht weiter bei der Ausgabe unserer Einnahmen. Und insofern konzentrieren wir uns auf die Geschäfte, die A, einen CO2-Fußabdruck haben, der unter unserem ist, also überall da, wo wir sozusagen weiterkommen auf der Nachhaltigkeitsseite. Ich hatte es vorhin erwähnt, da, wo wir Lücken haben im Portfolio, wo wir aber insgesamt attraktive sozusagen Absatzmöglichkeiten sehen. Das kann in bestehenden Märkten sein, das kann auch in anderen Märkten sein, wobei wir werden jetzt nicht nach Südamerika gehen, wo wir nicht sind. Wir werden auch nicht weiter nach China gehen. Also das wird schon eher da sein, wo wir heute schon sind. Können wir durchaus Zukäufe sehen. Und dann werden wir uns durchaus auch nochmal umschauen in weitere Geschäftsfelder, die auch in dem großen Dunstkreis der Nachhaltigkeit sich bewegen. Also das Thema Recycling spielt eine große Rolle für uns. Recycling wird ein Geschäftsfeld werden, das ist im Moment noch total unterschätzt, wird aber einen ganz, ganz anderen Stellenwert haben. Nämlich dann, wenn der CO2-Preis steigt und letztendlich jede Maßnahme, die dazu beiträgt, die CO2-Ausgaben zu begrenzen, ökonomisch attraktiv machen. Und das wird der Fall sein, wenn, wie gesagt, der CO2-Preis weiter steigt. Wir wissen, dass wir in Europa ein System haben, das nennt sich EU-ETS, also das European Trading System, wo wir Zertifikate handeln für CO2. Das heißt, wir müssen Zertifikate zukaufen und die werden mit einem Preis gehandelt. Und der Preis ist jetzt innerhalb von einem Jahr von 20 Euro die Tonne bis über 50 Euro die Tonne gestiegen. Und insofern, der Preis wird weiter steigen und dann eben Investitionen in CO2-Vermeidungstechnologien attraktiver machen in der Zukunft. Das könnte ein durchaus interessantes Geschäftsfeld sein. Wir haben jetzt auch die erste Frage im Chat, da würde ich doch gerade auf die eingehen. Und zwar geht es um die Baulandschaft im Vergleich zu vor Corona. Also vielleicht können Sie so ein bisschen darstellen, wie sich das jetzt ändern wird, was Sie da erwarten und ja, wie stark Sie da jetzt neue Auftragseinkommen sehen. Ja, ist eine sehr gute Frage. Das treibt uns natürlich um, wenn Sie mal ganz grob unseren Absatz in die drei Hauptfelder einteilen, dann kann man sagen, rund ein Drittel, bisschen mehr vielleicht, geht in den Bereich Infrastruktur, rund ein Drittel geht in den Bereich privaten Wohnungsbau und rund ein Drittel geht in den Bereich sozusagen Geschäftsbauten, also was wir sagen Non-Residential oder Commercial Building, also Drittel, Drittel, Drittel. Und wenn Sie sich dann anschauen, wie sich die einzelnen Bereiche entwickeln, muss man klar sagen, der Bereich Infrastruktur wird deutlich weiter steigen. Hatte ich vorhin erwähnt. Die Infrastrukturprogramme der Regierung spielen da eine große Rolle, aber auch die Notwendigkeit, einfach zu modernisieren, spielt eine große Rolle. Und das wird weltweit der Fall sein. Im Bereich privater Wohnungsbau sehen wir gutes Wachstum in einer ganzen Reihe von Regionen. Auch das habe ich erwähnt, die Leute ziehen in die Städte, die Leute modernisieren ihre Häuser in allen Regionen. Da sehen Sie ja heute auch bei anderen Baumaterialien, dass die teilweise dann, Stichwort Holz, dann auch eher knapp sind im Moment. Auch da sehen wir gutes Wachstum. Und im Bereich kommerzieller Bau, Bürogebäude und so weiter, das ist so ein bisschen so ein, wir sagen, Mixed Bag. Ja? Also auf der einen Seite gibt es Logistikbauten, Amazon, Stichwort, die nach wie vor wachsen werden. Auf der anderen Seite gehen die Bürogebäude ein bisschen zurück mit insbesondere Homeoffice-Thematik und so weiter. Das wird wahrscheinlich sich eher die Waage halten. Also da sind wir nicht ganz so optimistisch in dem Feld. Aber wie gesagt, zwei Drittel wird deutlich weiter wachsen. Ein Drittel muss man mal sehen. Ne? Und das wird letztendlich, gibt es keine große Unterscheidung, wenn Sie sich auf der Welt umschauen. Letztes Jahr gab es durchaus Unterschiede. Deutschland war mehr oder weniger nicht betroffen von Corona. Da ging der Bau von Januar bis Dezember ungebrochen durch. Andere Länder waren extrem betroffen im zweiten Quartal. Das sehen Sie jetzt heute nicht mehr. Also Sie sehen heute nach wie vor eine gute Entwicklung in Deutschland.
aber alle europäischen Länder, USA, sehr, sehr starkes Wachstum in den USA, aber auch Länder wie Indonesien für uns wichtig oder auch Indien wachsen weiter. Okay, wir haben noch eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe. So langsam tröpfelt es rein. Auf der Hauptversammlung wurde eine Sachdividende beschlossen. Wie ist diese ausgestaltet, fragt ein Teilnehmer. Die Sachdividende. Die Sachdividende ist letztendlich eine reine, die ist nicht ausgestaltet. Wir haben auch überhaupt keine Notwendigkeit, eine Sachdividende zu zahlen. Das war eine reine sozusagen Satzungsgeschichte. Okay. Falls wir da irgendwas in Zukunft machen müssten, was wir überhaupt nicht vorhaben. Insofern, das ist eigentlich eine Geschichte, die ist eher fürs Papier als für die Okay. Welt. Also aktuell keine Relevanz, genau. Absolut nicht. Alles klar. Dann haben wir jetzt noch eine Frage zu konkreten Zahlen, und zwar zu der Marge oder zu den Nettomargen reinbekommen. Und zwar soll die von 6% auf 8% steigen. Können Sie da so ein bisschen darstellen, wie die Margensteigerung zustande kommt? Weil 2% Steigerung ist ja schon mal nicht schlecht. Es kommt auch an, welche Marge Sie jetzt nennen. Also wir haben eine Margensteigerung von 300 Basispunkten, also 3 Prozentpunkte im Bereich EBITDA, also im operativen Ergebnis. Das kommt ganz klar aus, da wollen wir unsere Marge steigern von 19% auf 22%. Das ist ganz klar getrieben durch auf der einen Seite Kostenmaßnahmen, auf der anderen Seite Effizienzmaßnahmen in den einzelnen operativen Einheiten. Und entsprechend wird sich das dann auch Auswirkungen auf die auf das Return on Invested Capital, das ist die Marge, die Sie wahrscheinlich ansprechen, von 6% auf 8%. Da sind wir jetzt ja heute schon bei 7,9% gelandet. Also das hat mit dem Thema Kapitaleffizienz zu tun, also wie sozusagen das eingesetzte Kapital und das Ergebnis und sozusagen die EBITDA-Entwicklung geht dann entsprechend einher. Und da sind wir durchaus optimistisch, dass wir mit der steigenden EBITDA-Marge auch eine steigende Marge beim ROIC hinbekommen. Okay, da war nochmal eine Nachfrage im Chat, warum es beschlossen wird, obwohl es keine Relevanz hat, das Thema Sachdividende. Hat es ein regulatorisches Thema oder will man sich einfach hier schon mal sozusagen das prophylaktisch das Okay geben lassen? Also ehrlich gesagt, das ist eine Frage, da müssen wir unsere Rechtsleute fragen. Also für uns hat das keine Relevanz und wir haben auch durchaus überhaupt keine Relevanz. Im Chat sehe ich jetzt gerade, betrifft das nicht ein eventuelles Wahlrecht zwischen Cash-Dividende und Stock-Dividende? Nein, darum geht es jetzt nicht. Aber was da genau der Hintergrund ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Okay, alles klar. Gut. Herr Kalle, ich glaube, Sie haben auch eine Frage auf der Pfanne. Haben wir vorher abgestimmt? Das können wir die ja mal einfließen lassen, bis die nächste von unseren Teilnehmern reinkommt. Genau, also ich würde gerne nochmal auf die CO2-Bepreisung, die Sie ja eben schon kurz angesprochen haben, zurückkommen. Ich denke, es ist unstrittig, dass sich der Preis weiter erhöhen wird, egal wer jetzt die Bundestagswahl gewinnen wird. Die Frage von mir ist jetzt so ein bisschen, also die Betonherstellung ist ja sehr CO2-intensiv und Sie haben jetzt gesagt, eventuell Akquisitionen im Bereich Recycling, aber das ist ja jetzt noch nicht der Fall, soweit ich weiß. Das heißt, welche Auswirkungen hat das vielleicht im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, solange es da noch keine, oder Sie haben jetzt gesagt, 2050 CO2-Neutralität ist ja noch lange hin, also da werden noch hohe Kosten auf einen zukommen, wenn der CO2-Preis jetzt so stark weiter ansteigt wie die letzten Monate. Wie ist da so ein bisschen die Strategie und welche Kosten werden da auf Sie zukommen? Also die Kosten, die auf uns zukommen, die können wir nicht einschätzen, weil wir nicht wissen, wohin sich der CO2-Preis entwickelt. Aber eins ist klar, die werden nach oben gehen. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Die einen bewegen sich irgendwo in der Nähe von 100 Euro, die anderen in der Nähe von 200 Euro. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber klar ist, dass die CO2-Preise steigen werden. Und insofern wird es attraktiver für diejenigen, die auf der Technologieseite so weit sind, dass sie eben überhaupt nicht in die Notwendigkeit kommen, CO2-Zertifikate kaufen zu müssen. Und um das auch ganz klar zu sagen hier in der Runde, wir sind überhaupt nicht gegen den hohen CO2-Preis, weil es eben den Anreiz gibt,
für viele Unternehmen, unter anderem auch für uns, entsprechend zu investieren und diese sozusagen heute noch einigermaßen unattraktiven Technologien, Technologieinvestitionen dann auch irgendwann mal ökonomisch sinnvoll zu machen. Natürlich werden wir versuchen, die Preissteigerung auf der CO2-Seite dann auch über Preissteigerung über an unsere Kunden weiterzugeben. Das funktioniert auch einigermaßen. Wenn Sie sich anschauen, wie unsere Marge sich entwickelt hat, dann spielen da auch Preissteigerungen eine Rolle. Und das wird auch so weitergehen. Und das gehört auch zum Teil der Wahrheit dazu, die natürlich draußen die Leute nicht gerne hören wollen. Aber es ist so, dass letztendlich mit steigenden CO2-Preisen auch die Endprodukte teurer werden. Nur wenn Sie jetzt mal das Endprodukt Haus nehmen, dann macht heute der Beton nur einen wirklich extrem kleinen Anteil am Hauspreis aus. Das heißt also, ein steigender oder sich verdoppelnder CO2-Preis und damit ein verdoppelter Betonpreis wird nur, sagen wir mal, relativ kleine Auswirkungen auf den Endkunden haben, wird aber notwendig sein letztendlich, um die Investitionen dann in Gang zu setzen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sind dem auch nicht bange, weil natürlich die Technologiekosten mit steigender Implementierung auch nach unten gehen werden. Heute ist es noch relativ teuer, CO2 abzuscheiden in den Prozessen. Heute ist es teuer, CO2 zu speichern, CO2 weiterverwenden, zu verwenden. Aber in Zukunft wird es genügend Technologien geben, die eben diese Abscheidung oder die Verwendung oder auch die Speicherung günstiger machen werden. Und insofern kommt dann zwei Sachen zusammen. Auf der einen Seite geht der CO2-Preis nach oben, macht es attraktiver zu investieren und die Kosten für die Technologien gehen nach unten. Und dann wird sich irgendwann mal ein Markt bilden, der es attraktiv macht, tatsächlich CO2 zu vermeiden. Und als dritten Punkt, der dazu kommt, natürlich werden die Unternehmen auch Unterstützung benötigen vom Staat, weil irgendwo brauchst du auch eine Infrastruktur, du brauchst das regulatorische Umfeld, du brauchst auch Anschubfinanzierung. Und das ist ja genau der Sinn dieses europäischen Zertifikatesystems, dass auf der einen Seite CO2-Emissionen bepreist werden und letztendlich über die CO2-Steuer, wenn Sie so wollen, Geld bezahlt werden muss für die CO2-Emissionen. Aber auf der anderen Seite geht dieses Geld wieder zurück in CO2-Vermeidungsstrategien über die europäischen Innovationsfonds. Und das ist ein völlig logischer Kreislauf, der im Prinzip auch, sagen wir mal, wo alle an einem Strang ziehen. Wir haben ja alle das Ziel, letztendlich unseren Planeten zu entsprechend auf das 1,5-Grad-Ziel zu trimmen und nicht wir als Unternehmen einzeln oder die Staaten einzeln, sondern es ist eine Gemeinschaftsaktion. Ich habe nochmal, da legt nochmal jemand so ein bisschen die Finger in die Wunde zum Thema Aktienrückkäufe, Herr Beumelburg. Bei welchem Aktienkurs wären ein Kauf für Sie attraktiv? Das ist eine gute Frage. Da rufen Sie mal Herrn Neger an, unseren Finanzvorstand, und fragen ihn. Ja, genau. Also kann ich nicht sagen. Also ich meine, im Endeffekt, es ist immer dann attraktiv, wenn wir glauben, dass wir auf der Cash-Verwendungsseite keine sozusagen günstigeren Alternativen haben auf der M&A-Seite. Ja? Und wenn wir glauben, dass unser Aktienkurs noch Potenzial hat und dass wir den fairen Wert noch nicht wiedergespiegelt haben, dann ist es natürlich attraktiv. Wo der jetzt liegt, der Kurs, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es ist auch, glaube ich, liegt im Auge des Betrachters. Ja, genau. Frage noch so ein bisschen, ich würde Sie mal ganz so ein bisschen dazu motivieren, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ihr CEO von Achten hat ja einiges schon in Gang gesetzt. Was kann da noch kommen? Sie haben ja wirklich eine sehr schlüssige Strategie entwickelt und vorgestellt. Gibt es noch Themen, wo Sie sagen, die sind vielleicht noch erwähnenswert? Also ich glaube, ich habe durchaus jedes Thema mal angerissen. Jetzt kann man über jedes Thema insgesamt noch mal mehrere sprechen, weil ich glaube, das Thema CO2 haben wir ein bisschen diskutiert, aber ist durchaus ein Thema, was letztendlich jeden Investor umtreibt und auch umtreiben sollte. Wir haben über das Thema Portfolio gesprochen. Ich glaube, wir müssen als Unternehmen konstatieren, dass wir heute irgendwo auch an einem Scheideweg sind. Jetzt nicht wir als Unternehmen, sondern generell die Industrie und auch generell viele andere Unternehmen. Und da nehme ich jetzt mal die Stahlbranche und die Erdölbranche und die
Chemieindustrie und die Zementindustrie, also Baustoffindustrie, ausdrücklich mit ein. Jede CO2-emittierende Industrie ist aufgefordert, am Ende des Tages Lösungen zu entwickeln, wie man nach vorne gehen kann. Und da sind wir alle dran. Und ich glaube, da sind wir, haben wir vielleicht einen Zahn zugelegt jetzt auch. Sie haben einen neuen CEO erwähnt. Ich glaube, da ist nochmal ein neuer Zug reingekommen. Wir haben jetzt auch ab September unsere erste Vorständin, ist ja auch erwähnenswert in dem Zusammenhang, zum Thema Nachhaltigkeit. Die Frau Dr. Nicola Kim wird uns ab 1. September zu uns stoßen und das Thema Nachhaltigkeit und R&D verantworten bei uns. Und das zeigt auch nochmal, dass das einen riesen Stellenwert hat. Und ich habe es erwähnt, die Vergütung, die bei uns jetzt wirklich durchaus erwähnenswert ist, auch weil es eben jeden Mitarbeiter betrifft, geht ja auch in diese Richtung. Mhm. Danke. Wir haben noch eine Frage zu einer konkreten Bilanzposition, Service Other, was genau da dahinter steckt. Ja, also das, da verbirgt sich unser Trading-Geschäft dahinter. Wir handeln auch mit Klinker, wir handeln mit Brennstoffen. Zwar nicht mehr viel, das haben wir deutlich zurückgefahren, das Geschäft, aber unser Klinker-Import- und Exportgeschäft, das ist da im Wesentlichen dahinter. Okay, dann sind aktuell keine weiteren Fragen reingekommen, Herr Bäumelburg. Ich würde sagen, wir sagen erstmal ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie da waren, uns so spannende Themen präsentiert haben. Und ich würde einfach sagen, ich bitte nochmal die Teilnehmer, geben Sie uns ein kleines Feedback über den Chat, wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Wir hatten, denke ich, also ich habe Spaß gehabt. Ich glaube, das kann ich von Herrn Carlet genauso noch sagen. Und dann freuen wir schon auf die nächste Veranstaltung. Herr Bäumelburg, vielleicht sehen wir uns Ende des Jahres, wenn Ihre Strategie voll aufgeht oder Ihr Wachstumspfad drüber hinausschießt, was wir uns vielleicht jetzt vorstellen können. Und dann würde ich sagen, wer Lust hat, morgen schon geht es weiter mit der E.ON. Da haben wir auch ein spannendes Unternehmen, das auch im Kontext CO2 und Emissionen spannende Herausforderungen hat. Von der Seite wünsche ich Ihnen alle noch einen sonnigen Abend. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.